Verzeihung, aber Entschuldigung, alles in Ordnung? Das klang nicht nach einem einfachen Anruf. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht belästigen. Nein, nein, ist schon gut. Alles okay, ich hab nur einen schlechten Tag. Wem sagen Sie das? Hat es mit der Arbeit zu tun oder Ihrem Privatleben? Mit der Arbeit. Mögen Sie Ihren Job? Er ist alles, was ich mir je gewünscht habe. Ein guter Job? Sie verkaufen kein Heroin an Minder... Nein, es ist ein großartiger Job. Er lässt mich vielen Menschen helfen. Es ist so, ich kannte ein Mädchen, wie... Naja, wir sind Schlittschuh gelaufen am Rockefeller. Während ich mich nur am Rand festgeklammert habe, ist sie, ohne zu überlegen, quer über die Fläche gelaufen. Dabei konnte sie's auch nicht. Sie ist oft gefallen. Ständig. Trotzdem hatte sie keine Angst. Sie hat dann nur gesagt, nur weil man auf den Arsch fällt, muss man ja nicht sitzen bleiben. Also sie sind auf den Arsch gefallen. Es liegt an ihnen aufzustehen. Ich bin übrigens Huey. Annie. Das ist echt schräg. Ich meine, neulich, wann war das? Vor 3 Tagen? Hast du so völlig normal gewirkt, weißt du? Und jetzt, naja... Und jetzt bin ich ein Freak. Nein, nein, ganz und gar nicht. Das habe ich nicht gemeint. Ich meinte nur, ich habe bei dir jetzt nicht so Beyoncé-Vibes empfangen. Aber ich würde es dir schon zutrauen. Ich veräppel dich nur. Okay. Ich fand es sehr schön, mit jemandem zu reden, der nicht gewusst hat, wer ich bin. Sobald man hinter die Kulissen blickt... Es ist was anderes. Wieso? Ich weiß nicht, ob sie wirklich wollen, dass man ein Held ist. Ich glaube, sie wollen nur, dass man aussieht wie einer. Als du neulich auf der Parkbank davon gesprochen hast, wie sehr du deinen Job hast, meintest du diesen Job? Dann, kündige doch. Schmeiß einfach hin, du musst niemandem was beweisen. Ich sollte lieber gehen. Du weißt schon, bevor die meinetwegen Suchtrupp losschicken. Ja, natürlich. Also. Na gut, Annie. Starlight, wie möchtest du? Annie. Das ist jetzt total verrückt, aber ich weiß natürlich, du bist du und sowas. Aber falls du mal Lust hast, vielleicht... Willst du meine Nummer haben? Ja, das, danach wollte ich fragen. Okay. Soll ich anrufen oder einfach ein Verbrechen begehen? Ich glaube, ich wäre schneller bei dir, wenn du ein Verbrechen begehst. Sean Jokowski. Aus dem Crosslauf-Team. Ich war so verschossen in den Typen. Irgendwann endlich hat er mich zu einer Party mitgenommen. Mein Haar sah süß aus, wir haben Händchen gehalten, es war perfekt. Plötzlich kommt so ein Typ aus dem Abschlussjahrgang, schubst Sean und knallt ihm eine. Also dachte ich helfe ihm. Und hab den Kerl versohlt. Sauber. Und was glaubst du, wie hat Sean es mir gedankt? Na? Er hat nicht mehr mit mir geredet. Nicht ein Wort. Das war mir eine Lehre. Zeig deine Stärke nie einem Jungen, den du gern hast. Also mal ehrlich, Sean Jokowski hatte einen kleinen Babyschniedel. Ist es ein Problem für dich, dass ich dich im Bowlen abziehen könnte? Und in allem anderen auch? Dass ich dich bankdrücken könnte? Wow, ist das eine Drohung oder ein Versprechen? Nein, nein, ich finde es sogar richtig Hammer. Dein wahres Ich. Du hast da Ketchup. Oh, was? Das stört dich? Ist das ein Problem für dich? Ich kann mich natürlich nicht dran erinnern, aber meine Mom hat erzählt, dass ich den Arzt fast geblendet hätte, als ich geboren wurde. Also hatte ich meine Kräfte schon immer.
Wieso? Nur so, ich frag nur aus Neugier. Wird's dir was ausmachen, wenn wir heute mal nicht über das Heldenthema reden? Nein, gar nicht. Scheiß Arbeitstag? Ja, und das ist noch untertrieben. Weißt du, naja, es gibt da so einen Strand auf den Bahamas. Der Sand dort ist ganz pink. Er sieht aus wie Zuckerwatte. Wie heißt er? Pink Sands. Kein sehr einfallsreicher Name, aber lass uns da hin. Ja, genau. Ich könnte Steel Drum spielen lernen. Du lässt dir Cornrows machen. Wie wär's jetzt gleich? Buch die Tickets. Ziehen wir das echt in Erwägung? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass einfach alles total beschissen ist, seit ich in New York angekommen bin. Mit Ausnahme von dir. Irgendwie inmitten dieses völligen Chaos. Hast du mich gefunden? Und danach veröffentlichen wir den Text. Was ist denn los? Ihr habt mir gefehlt. Ich wollte lediglich mal wieder eure strahlenden Gesichter sehen. Setz dich, mein Freund. Und, ehrlich gesagt, glaube ich, dass es mal wieder höchste Zeit für ein kleines Gespräch unter Freunden ist. Eine Aussprache und vielleicht für etwas liebevolle Strenge. Was soll das denn bitte bedeuten? Es bedeutet, dass in letzter Zeit manche von euch etwas von der Rolle gewesen sind. Unzuverlässig, launenhaft, regelrecht schlampig. Du nicht nur, du warst klasse. Ihr anderen aber, ich muss leider sagen, dass ich sehr enttäuscht bin. Die Augen immer auf den Ball, Leute. Der Feind stürmt unsere Tore. Ich meine, wir sind ja nicht einmal mehr die Seven, wir sind nur noch fünf. Wir fallen um wie die Fliegen. Aber das Gute ist, ich weiß jetzt, woran das liegt. Wieso? Ist das ein Scherz? Was soll dieses Foto von Huey? Ich verstehe es nicht. Wer ist der Kerl? Dieser Kerl ist Hugh Campbell. Starlight und er sind ein Paar. Außerdem ist er einer der Mörder von Translucent. Bitte, was? Und er und seine Leute haben Mesmer erpresst. Ezekiel, Popclaw und Gott weiß wen noch. Popclaw? Nein. Das ist doch Schwachsinn. Starlight, wie du ja weißt, bin ich unverwundbar, aber deine Worte... Nein, Sir. Tut mir leid. Ich wollte nicht. Es ist nur, er ist nicht... Ich meine, warum sollte er sowas tun? Gute Frage. A-Train, dein Auftritt. Was? Auweia. Du hast dein Hirn ganz schön runtergewirtschaftet. Erinnerst du dich jetzt? Oh, Scheiße. Ich kenne diesen Kerl. Das will ich doch schwer hoffen. Immerhin bist du durch seine Freundin gerast. Robin, oder wie auch immer sie hieß. Jetzt weiß ich's wieder. Ich hab ihn mal vor Popclaws Wohnung getroffen. Er war total unhöflich. Und du fickst diesen Kerl? Jetzt mal langsam bitte. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber Huey wäre zu so etwas nie fähig, niemals. Stimmt, richtig. Tatsächlich, das muss man sagen. Er ist nur ein Mann und selbst das würde ich noch in Frage stellen. Aber lasst mich ausreden. Was, wenn er Hilfe hatte? Vielleicht von jemandem, keine Ahnung, der ihm ermöglicht hat, Ezekiel kennenzulernen oder The Deep loszuwerden. Nein. Nimm sofort die Hände runter, bevor ein Unglück passiert, Fräulein. Hinsetzen. Also.
Ich weiß, dass du aus dieser Diebsache so eine schöne All-the-Single-Ladies-Nummer machen willst. Frauenpower, richtig? Aber stattdessen, tja, hast du den feuchten Traum eines jeden Kriminellen wahr werden lassen. Ich meine, die Seven sind jetzt zwei weniger. Und wenn ich mal so überlege, hat all das angefangen, als du hier aufgetaucht bist. Da frage ich mich doch, wer von uns ist der Nächste? Hm? Du Bitch! Nein, ich habe nichts getan. Es reicht! Wir sind eine vollkommen andere Spezies. Unsere Art versprüht den güldenen Glanz der Vorsehung, aber du... Du hast diesen scheiß Untermenschen dabei geholfen, sich gegen uns zu erheben. Nein! Halt ja deine vorlaute Fresse, Fräulein! Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du mit dir tun? Homelander, das reicht. Hast du etwas zu sagen, Maeve? Sie hat es nicht gewusst. Ich hoffe bloß, du irrst dich nicht in ihr, um euer beider Willen. Danke, wegtreten! Du hast mal erwähnt, du kämst gern zu den Chorproben her, also hab ich gedacht, versuch dein Glück. Du hast echt Eier, weißt du das? Ja, zwei. Ich meine, willst du etwa, dass ich dich verhafte? Ehrlich gesagt, Annie, ich brauch deine Hilfe. Hör mir nur kurz zu, bitte! Wieso? Willst du mir noch mehr schlimme Geheimnisse erzählen? Bin ich vielleicht als Kind noch mit anderen Drogen vollgepumpt worden? Ich wollte dir nicht wehtun. Tut mir leid. Ich dachte, du wolltest vielleicht die Wahrheit wissen. Ah, okay. Es geht dir also bloß um die Wahrheit. Wort verteilt das Compound wie an ein paar wirklich schlimme Menschen. Wirklich schlimm. Wie dieser Subterrorist. So ein Unsinn! Nein, es ist wahr. Meine Freunde wollen das verhindern. Doch jetzt hat Wort sie entführen lassen. Und ich dachte, weil du eine Sicherheitsfreigabe hast, könntest du mir helfen, sie zu finden. Yui, die wären beinahe über mich hergefallen. Und das nur, weil ich dich kenne. Ich musste sie überzeugen, dass du mich ausgenutzt und weggeworfen hast. Und jetzt erwartest du von mir, dass ich deinen kranken Killerfreunden helfe? Tja, wenn du es so ausdrückst. Ich gebe dir 30 Sekunden. So lange hast du Zeit, zu verschwinden. Ist gut. Entschuldige die Störung. Ich meine, warum zum Teufel sollte ich dir jemals helfen? Weil Wort in üblen Scheiß verstrickt ist? Und es ist dein Job? Du bist eine Superheldin. Bin ich das? Ich weiß nicht mal mehr, wann ich das letzte Mal irgendwen gerettet habe. Du hast mich gerettet. Wann habe ich dich gerettet? Bowlingbahn. Was heißt das? Was meinst du? Ich war wütend nach der Sache mit Robin. Ich war vollkommen am Ende, aber dann waren wir beide bowlen. Bowlen. Ja. Bowlen. Das hat gereicht. Da habe ich dich nicht gerettet. Da war ich nur da. Die Sache ist... Es ist mir egal.
Oh, Scheiße! Die Waffen runter! Okay. Keine Bewegung! Okay. Weg mit der Waffe! Auf dich nicht! Verdammt! Okay. Das Gesicht zur Wand! Hände hinter den Kopf! Du hast mich gerettet. Wie du gesagt hast, ich bin eine scheiß Superheldin.